Herzlich willkommen im TKS, ich bin der Mehmet. Ich bin der Sam. Ja, moin, was haben wir heute? Ja, wo sitzen wir drin? Da denkt sich Leute, jawohl, wo können wir denn drin sitzen? 178 Euro? Alter, das ist ja ein Taxi, Digga, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn wegbekomme. Ja, Freunde, jawohl, ihr werdet mal gleich sehen, was für ein Auto das ist. Das zeigen wir euch gleich. Ist eine E-Klasse, ein Taxi. Wir müssen das Ding TÜV'en. Ja. Und ja, im Laufe des Videos werdet ihr sehen, von wem die Karre ist, warum wir die Karre TÜV'en, was für Mängel hier aufgetaucht sind, ne? Ja. Ja, eigentlich viele kennen das Auto gleich, wenn sie sagen, aha, kennen wir doch das Auto. Ja, ihr kennt das Auto. Ich habe jetzt auch keine großen Sachen hier an dem Auto gemacht. Wollen jetzt nochmal TÜV-Check machen, ein paar Kleinigkeiten. Ich denke, der hat auch nicht viel. Wir fahren gleich eine Runde mit dem Auto. Das ist ja 2013er Baujahr, da kann ja nicht viel okay, haben, ne? Er hat aber 466.000 gelaufen, aber vieles wurde gemacht an dem Auto. Ja. Ja, hier, wie ihr seht, hier Lenkrad schon ein bisschen durchgemacht und sowas. Aber es ist ein Mercedes, es ist ein Taxi, ein 200er oder 220, ich weiß nicht genau. Ich glaube 200er. 136 PS, eigentlich nicht schlecht, geht auch gut voran, das Ding. Ja, liebe Freunde, ich sag mal, dann sehen wir uns mal gleich, dann seht ihr, was für ein Auto das ist. Ja. Bis dann. Ja, Freunde, mir haben die ganze Straße aufgerissen. Wir kriegen Glasfaserleitung. Wir haben einen guten Berg bekommen. Ja, also sieht aus wie, echt blöd, ne? Steine, ich bin froh, dass die das hier noch nicht richtig auseinandergenommen haben. Ja, und dann hier alles versenkt und was, haben die wirklich ein bisschen kacke gemacht. Da ist ein Loch einfach. Muss die neu machen. So, kommt mit. Guck mal, was wir hier haben. Jo, wer kennt die Karre hier? Ist das ein 63er? Passt. Richtig gesehen, es ist Bobek, der echte, sein Auto. Und zwar, ihr kennt die meisten Videos von der Karre, hat er sich gekauft, neuen Motor eingebaut, AMG umgebaut, Motorschaden hinter sich. Ja, das Auto hat er schon länger, hat auch keine Videos davon gemacht. Das Ding ist, der ist seit ein paar Monaten TÜV fällig. Und dann ist er auf, dem Parkplatz, steht da ewig rum. Ich sag, hat Bobek gesagt, ja, keine Ahnung. Hat jetzt keinen TÜV, der steht da rum. Hat er mich angehauen und hat gesagt, du Mehmet, wie sieht's aus? Kannst du für meinen Taxi TÜV machen? Ich sag, klar, warum denn nicht? Haben die Karre abgeholt. Ja, dann gucken wir mal gleich, checken wir mal TÜV. Ja. Was braucht das Ding für einen TÜV? Was muss man machen für das Auto? So. Das ist bei mir, die Zeit läuft, ne? Oh ja, hier, schon gestartet. Alle Bobbel fährt, glaube ich, schwarz immer Taxi auf der Reeperbahn. Kassiert die dicke Kohle auf Nass oder was? Naja, Spaß. So, Freunde, das Erste, was wir haben hier, aktive Motorhaubestörung. Ich denke mal, da ist ein Sensor oder was kaputt. Da muss man auf jeden Fall mal rangehen, ne? Ja, also ich weiß nicht, das leuchtet irgendwie bei jeder. Ja, aber trotzdem, ne? Muss ja weggemacht werden, sonst ist es mit TÜV ein Problem. So, ich glaube, okay. ein Rücklicht war auch kaputt, ne? Genau, also, wir fahren mal gucken, wie die Karre überhaupt fährt. Wie gesagt, ich habe ihn nicht hergefahren, ein Kollege hat ihn hergefahren. Bin jetzt damit gar nicht richtig rumgefahren. Also, wir gucken mal, ob er klappert, tackert, schaltet, ob alles okay ist an dem Ding. So. Oh, Parktronic funktioniert schon mal. So. Jo, Taxi, Alter, ist doch nicht schlecht im Taxi. Ja, sitzen 2 Minuten schon hier auf 4 Euro. Alter, schon 4 Euro oder was, ey. Digga, Alter, das zahle ich nicht. Das ist schon hart. Ja, eigentlich nicht schlecht, die Karre. Ja. Finde ich. Gut, bisschen abgegriffen hier in der Lenkrad. Also irgendwie frisch sieht das Auto jetzt nicht aus. Also man erkennt ihn das an, aber er fährt recht gut, ne? Ja, also wir haben zarte 466.000 auf der schönen Auto. Ist gerade eingelaufen. Aber er hat einen anderen Motor drin. Ja. Mit Belegen, der hat mit 90.000 hat einen anderen Austauschmotor. Ich glaube, Autosiastic Team hat ihn auch eingebaut. Muss man sagen, keine Lampen leuchten. Er fährt sehr schön. Er zieht. Er nimmt Gas an. Ja, wirklich schön. Ein schönes Fahren, das Ding. Alter, muss man jetzt sagen, Alter. Man erwartet die 466.000 nicht von dem Auto. Jetzt. Ja, und die 500, was auch immer PS, merke ich auch. Ja, also der hat den 2 Liter, glaube ich, keine Ahnung, 136 PS. Ich habe 136 PS. Genau, aber ist nicht schlecht, 2 Liter. Also reicht fährt, ehrlich gesagt. Das ist der Taximotor, Mann. Der lebt also, ewig. Also, wollte ich gerade sagen, also der läuft gut. Ja, eigentlich wirklich von Leistung reicht das theoretisch, wenn du den als Kilometerreißer nimmst. Ja, nur Bobbel hat es nicht geschafft, dass er ewig läuft. Ja. Der lief ja nur ein paar Tage bei ihm. Ne? Aber ist auch egal, wirklich ein schönes Auto. Das war ein Riesenprojekt von Bobbel, die Karre auf AMG umgebaut. Ich finde auch lustig, weil wo sieht man ein Taxi auf AMG umgebaut? Ja doch, gibt es viele. Ja, aber nicht nur AMG-Paket und dann irgendwelche Rohre. Aber es war schon von Bobbel wirklich hart, da die Karre zu nehmen. Aus dem Schrott da richtig, er sieht ja richtig gut aus von außen. Wollte ich ja sagen. Also das ist auch gut, dass es das Facelift-Modell ist, ne? Nicht das alte Modell. Genau, es klackert nicht, es tackert nicht. Bis jetzt alles gut. Ich habe vorne rechts einen ganz kleinen Tackern gehört. Da wollen wir mal gleich auf die Bühne nehmen. Ich habe dort vorne auch letztes was gesehen. Vorne irgendwie auf der Fahrerseite. Also fahren Sie da gut? Es leuchtet nichts, keine Lampen, sondern außer die Tanklampe. Also die Tankanzeige leuchtet gar nichts. Standard bei uns. Genau. So, Freunde, dann drehen wir mal gleich um.
8,70 € innerhalb von 5 Minuten. Alter Schwede, sagt die Preise, sind die so teuer oder sind die neu geeicht? Keine Ahnung. Nein, steht gleich bis 2021. Alle fährt gut, muss man jetzt sagen. Mashallah, ja. Bobby, geile Karre. Ja. Aber klar, ne, er ist YouTuber. Er kann halt nicht alles behalten, so wie ich. Ich darf auch nicht alles behalten. Ich glaube, Bobby darf auch jetzt nicht alles behalten. Der hat ja genug Autos zum Fahren. Also machen wir den ein bisschen frisch, TÜV drauf und dann denke ich mir mal, dass er den inseriert und verkaufen will. Ja, da muss man mit Bobek mal reden. Entweder haut er muss er ja selber eine Annonce reinhauen bei Insta irgendwie. Schönes Auto, muss ich sagen. Ja. Alter, er zieht nicht schlecht. Kaufempfehlung habt ihr. Auf jeden Fall, er fährt gut. Für 136 PS, der kommt zur Sache, auf jeden Fall. Ja. So, den Fahrpreis, der stört mich hier richtig, Alter. 10 Euro zahle ich nicht, Digi. So, mal gucken, wie wir den ausmachen. Er blinkt. Zahl, los, zahl mir die Kohle aus, Ich muss jetzt den Alarmknopf drücken hier. Ach so, scheiße, Alarmknopf, das Ding. Nee, bestimmt im Kofferraum oder so. 28.10. Ja. Ja, ist so aus jetzt. Okay, sehr gut. Aber wie geht die Anzeige aus? Keine Ahnung. Was ist das denn, ey? Kennt sich jemand mit diesen Taxispiegeln aus? Ja, schreibt bitte in den Kommentaren, Taxifahrer. Keine Ahnung, wie geht denn das Ding aus jetzt? Ha, ich weiß, wer sich damit auskennt. Wer? Wir müssen Ötzi anrufen. Nein, ich habe Ötzi angerufen. Letztes Mal hat Janin angerufen. Er hat gesagt, keine Ahnung. ja, wirklich, was für ein Taxifahrer. Der ist bestimmt ohne Taximeter gefahren die ganze Zeit. Die ganze Zeit schwarz, das Geld. Preise aus dem Kopf gemacht. Also Freunde, ich weiß nicht, wie das Ding ausgeht. Ja, neu gestartet. Oh, schon 3 Euro sind da drauf. Freunde, wie gesagt, schreibt in den Kommentaren, wie kriege ich das Ding aus hier? Er steigt und steigt. Keine Ahnung, ist mir auch egal jetzt. Egal, wir nehmen jetzt mal die Karre auf die Bühne. Schauen wir mal, was das Ding für einen TÜV braucht. Jawohl, dann bocken wir die Karte mal gleich hoch. Schauen wir mal, was er für einen TÜV braucht. Hoppa, 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 sag Bescheid. Steh guck. Schief. Ich stehe schief, okay Freunde, ich stehe schief. Dann versuchen wir gerade zu stehen. Hoppa. Und. So, dann weiß ich. Kannst du doch auch ein N abstellen? Ja, kann ich auch. N, Tür aufmachen und dann ausmachen. Jawohl, ich habe ihn auf N, jetzt Tür auf. Ausmachen. Ja, ausmachen können wir ihn gleich. Ihr Auto kannst du jetzt ausmachen. Jawohl, mal aussteigen. Ja, Freunde, dann hochbocken die Karre. Dann schauen wir uns mal an, was er für einen TÜV braucht. Und dann wollen wir gucken, dass wir neu dadurch einen TÜV kriegen. Ja. Aber sieht gut aus. Hey, mit der Front? Ja. Nicht schlecht. Muss ich jetzt sagen. Finde ich auch. Geil. Wäre jetzt in einer Farbe, wäre noch heftiger. Ja, ich stelle vor, die Karre irgendwie in Schwarz-Weiß, Alter, wäre noch böser rüberkommen. Aber er hat ja aus Fun gemacht, deswegen auch. Na gut, lustig. Ist auch lustig. Ja, komm, wir gucken mal, TÜV-Check. Ja, Bremsen wie neu, bravo. Ja, Scheibenbremsen sind auch nagelneu, muss man jetzt sagen, super. Federn sind okay. Ja, Federn sind ja auch neu, die sind noch tiefer gelegt. Ja, sind okay, lass mal drüben noch mal gucken. Ja, hier müssen wir den mal ein bisschen irgendwie mal ranmachen, der ist ein bisschen gut. Ja. Ja, scheint auch okay zu sein. Ja, fahren wir hoch die Karre, gucken wir mal. Ja, vorne sind gut. Okay. Ich glaube, das sind hier Eiko seine Felgen, die hat er ihm geklaut. Eiko, falls du das siehst, das sind deine Felgen. Ja, aber er hat auch diese Eier. Oh. Hier hat schon jemand geditscht hier. Ja, bestimmt hier beim Parken. Okay. Nee, das Gitter ist raus. Okay, ja, das Gitter muss man jetzt machen auf jeden hier Fall. Hier auch. Ja, das muss Alter, Mensch. Robert, was hast du denn hier gemacht, Mann? Risse in der Stoßstange schon. Leicht aufgesetzt. Alles gut, ist auch nicht schlimm. So, lass uns mal hier runter gucken. Ja, Modo sieht eigentlich gut aus, muss man jetzt sagen. Mit der Verkleidung sehen wir nicht viel. Wollen wir hier mal runter gucken? Nö, sieht alles gut aus dann. Das ist ja auch neu, der so, Motor. Hier, Koppelstange ein bisschen kaputt. Zeig mal her. Gerissen. Ja, die Koppelstange ist gerissen, okay. Ne, Koppelstange können wir mal eine neue rechts holen, ist kein Thema. Bremsen uns das Querlenker und machen auch keine Geräusche. Ne, die sieht noch gut aus. Du, allgemein sieht die Karte nicht schlecht aus. Ja. Also was wir machen müssen, das Rücklicht, Koppelstange. Das Rücklicht, Koppelstange. Genau, hat er ja auch die Übersetzer drin, ja genau, hat er ja schön tiefer gelegt. Hier die Federn sehen auch gut aus. Ja, die waren ja schon überall Bayern im Ding. Ja, deswegen. Ja, schöne Eibach-Federn hier mit ABE. Guckt euch das hier an. So ist es nicht nur bei dem, sondern auch bei einem echten AMG. Ja, deswegen. Ja. Genau so. So, okay, dann Iman, lass uns vorne die Koppelstange abbauen. Ah, ein bisschen nass hier, was ist denn das? Was ist das? Oh, keine Ahnung, was ist denn das?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, müssen wir uns mal angucken. So, lass uns die Koppelstange tauschen. Und dann, ja, eigentlich vorne war die Dienstleiterie, die Haufengeschichte, der Rücklicht. Das können wir eigentlich auch nicht zum Schiff fahren. Ja, und das hier müssen wir auch noch rein. Ja, die Verkleidung kriegen die ja leider, da, ne? Da. Ja, den hängen wir wieder rein, richtig. Das weil sonst wird der TÜV meckern, weil das lose Teile rein sind. Na gut. Bis dann. Ja, Freunde, soweit alles repariert. Es läutet nichts mehr, außer die Tankanzeige. Bobby, Digga, muss ich auch noch tanken. Ich hasse solche Kunden, Alter. Und ich sage, 80% der Kunden, die ein Auto bringen, tankt es null. Ich verstehe das nicht. Ich muss immer die Karre tanken. Das gilt auch für dich, Buberg. Egal. Wir fahren mal zur Tankstelle, tanken mal die Karre ein bisschen. Keine Ahnung, sag mir bitte in den Kommentaren Bescheid, wie ich das blöde Ding hier wegkriege. Ich habe schon alle Knöpfe gedrückt. Ja, dann hattest du jetzt mal aber irgendwie geschafft. Ja, keine Ahnung. Da muss ich Jan nochmal sonst fragen. Also 28 Euro haben wir schon auf der Uhr. Läuft, 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 Alter. Ja, ich zahle gar nichts. Ich zahle auch nichts, okay. Wir fahren zur Tankstelle, tanken die Karre mal ein bisschen und dann fahren wir zum TÜV und hoffen mal, dass der TÜV kriegt, weil ich habe jetzt keine großartigen Mängel an dem Auto gefunden. Fährt auch gut, alles ist schön. Fährt wirklich gut, ich bin ja auch schon mal Probe gefahren. Der fährt richtig gut, ne? Richtig muss man toll jetzt sagen. Ja. Na gut, dann tanken wir mal gleich auf der Tanke, mal gucken, wie die Preise sind überhaupt. Also gestern waren sie sehr gut. 1,90 und so war gestern, ne? Ja, aber heute ist Dienstag, Dienstag ist immer ein bisschen... Okay, 1,93 kann man auch nicht meckern. Ist okay. Was meinst du? Ja. Ja, ist okay. Die Preise gehen wieder runter. Ja, ach, ich verstehe das jetzt auch also nicht. Also runter in dem Sinne. Ja, mal hoch, mal runter. Das ist immer so ein Hin und Her. Oh nee, da wollte ich parken. Nein, alles gut. Na gut, dann tanken wir mal was in das Auto rein. Und dann fahren wir mal zum TÜV. Aber ich habe ein gutes Gefühl mit dem Auto, wenn er die AU gut besteht, oder? AU ist immer so ein Thema bei Diesel. Das stimmt. Ja, muss man mal gucken. Egal, wir tanken jetzt mal ein bisschen und schauen wir mal. Ja, so 5 Minuten sind wir beim TÜV. Ja, ich habe ein bisschen warm gefahren. Tut mir leid, Bobek, ich muss ihm ein bisschen geben. Viele Leute wissen das nicht, Freunde. Einen Diesel muss man auch mal geben. Viele fahren normal, 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 dann sind sie bei der AU, das schafft er die Werte nicht. Ne? Ich sage immer zu meinen Kunden, wenn ihr zum TÜV fährt, gib ihm mal ein bisschen, dass er schön richtig warm ist. Da hat er bei der AU viel mehr Chancen, anstatt da irgendwie kalt hinzufahren oder locker da hinzufahren. Ne? Na gut, dann sind wir in 5 Minuten da. Ich weiß nicht, ich frage mal nach, ob ich da filmen kann beim TÜV. Es ist immer so eine Sache. Manche wollen es nicht. Ne? Ja, die meisten wollen es nicht. Ja, wir können immer noch mal nachfragen, wenn es geht, geht. Wenn es nicht geht, ist auch gut. Genau, alte 44 Euro haben wir auf der Uhr. Keine Ahnung, das blöde Ding muss hier weg. Das nervt mich voll, Alter. mitten im Gesicht, ich gucke da immer rauf. Ne? Aber ich habe ein gutes Gefühl bei dem Auto, weil die haben auch wirklich viel gemacht an dem Tank. Und er hat auch wirklich viel Geld versenkt in dem Auto. Wirklich viel Geld, muss man jetzt sagen. Ne? Ja, Freunde, gleich wissen wir, ob er besteht oder nicht. Das sagt uns das Licht. Nein. Na gut, bis gleich. Jo, beim TÜV angekommen. Wir wollen warten noch mal kurz, bis wir dran sind. Ja, Film ist mal blöd. Aber einer hat mir verraten, wie das vielleicht gehen kann. Beide zusammen gleichzeitig drücken. Nein. So. Einzeldrücken. Nur man soll da aufstehen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bohrwerk, Digi. Alles gut, ja? Ja, bestanden, bestanden. TÜV-Plakette haben wir schon bekommen. Sehr schön. Genau, TÜV hat er bekommen. Einig wie erwartet, einig hat er nichts. Ja, geil, oder nicht, ne? Mhm. Da freut sich Bohrwerk bestimmt. Ja, geile Karre, geile Karre. Wer Bock auf das Ding hat, der soll sich mal bei Bohrwerk melden. Ich freue mich auf die Karre. War jetzt auch nicht so wild, ne? Wirklich, ne? Vieles wurde, hat er ja schon gemacht. Viel investiert hat er in das Auto. Ja, ich feiere die Karre, klar, die anderen Felgen hat er noch, da muss man mal gucken, was er da macht. Die Kappen fehlen, mit Kappen werden die ein bisschen schöner. Ja, wer Bock auf Taxifahrer, klar, weiß, schwarz, da wird das Ding noch geiler aussehen. Aber er sieht schon gut aus, ne? Vorne mit dem AMG-Paket. Komm, wir kaufen den und fahren damit in die Türkei, Schatz. Ja, guck mal hier, er sieht wirklich gut aus, muss man jetzt sagen, oder? Mhm. Nice, 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 wirklich gut, ne? Ja, da freue ich mich mal, dass er jetzt endlich sein Auto hat und da kann er ja auch die Tage abholen. Unser Dings ist getan. Ja. War jetzt auch jetzt wirklich kein Hexenwerk oder sowas. Wirklich, ne? War jetzt nicht viel. Also das hätte er auch selber hinbekommen, denke ich mal. Aber so ist das, ne? Habe ich ein paar Mark vom Bohrwerk verdient. Ist ja auch schön, ne? Ich muss auch leben. Ja, dann fahren wir mal weiter und dann rufen wir den mal an. Ist er jetzt auf sein Auto? Keine Ahnung, willst du jetzt posieren oder was? Ich hab alles auf Kamera. Ja, oder geh wie Bobek aufs Dach und tanz mal drauf, das macht er ja auch andauernd. Ne? So, Freunde, geschafft, geschafft, geschafft. Bobek, die Klasse hat jetzt TÜV. Alles okay. Ja, freuen wir uns, ne? Da kann er jetzt mal gucken. Ich rufe ihn gleich an, sage ihm, dass sein Auto fertig ist und
Ja, nice, einfach nice. Ja. Ich habe keine Ahnung, soll er ihn so verkaufen, soll er ihn polieren, das weiß er selber nicht, aber ich denke mal, der wird ihn mal so verkaufen. Eigentlich wirklich fährt sehr schön, muss man jetzt sagen. Verbrauch ist auch super, 5,5, 6 Liter. Richtig gemütliches Fahren, finde ich geil. Also ich finde den auch gut. Ich habe zu Mehmet gesagt, egal, lass uns den nehmen für Türkei-Projekt. Ja, oh, was der denn alles gemacht? Also nee, aber polieren. Ja, hey. Und? Ja, bringt auch. Ein bisschen innen ein bisschen hübscher machen. Einbauen. Vielleicht ein 63er in der Türkei einbauen lassen. Ja, okay. Ja, ja Freunde, das war's jetzt hier mit dem Taxi vom Boberg. Und ja, hat alles gut geklappt, wie es sein soll. Wir waschen den einmal, saugen den einmal aus und dann ist er auch fertig. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren. Like nicht vergessen. Und in 10 Tagen geht's los, ab in die Türkei. Geile Serie. Ich gebe Vollgas, ihr werdet sehen. Ich bin in Istanbul, ich bin in Ankara. Tuning, Tuning, Tuning. Es wird derbe. Bis dann, Leute. Tschüss.